Viele Leute da draußen denken, sie wären undiszipliniert, weil sie ihre Ziele nicht erreichen. Aber was, wenn ich dir sage, dass das Problem nicht der Mangel an Disziplin ist, sondern einfach das fehlende Interesse? Das Ding ist, die Begriffe Disziplin, Motivation, Willenskraft und die Begriffe, die werden einfach zu viel, die werden zu oft benutzt. So, sind wir komplett ehrlich. Ja, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen YouTuber da draußen gibt, der diesen Begriff noch nicht benutzt hat. Einfach nur, ich sag dir ehrlich, weil ich krieg noch kein Geld und ich sag dir deswegen ehrlich. Nein, Spaß beiseite, aber die Wörter hören sich einfach mächtig an. Die hören sich mächtig an und deswegen mögen Leute diese Begriffe zu hören. Das sind so bestimmte Wörter, die Menschen gerne hören. Und deswegen benutzen Influencer diese Wörter, damit sie die Attention, was heißt Attention? Die Aufmerksamkeit, sorry, ich rede nur Englisch und so. Nein, Spaß, damit sie die Aufmerksamkeit von den Leuten bekommen. Das Problem dabei liegt aber, dass die Wörter dann im falschen Kontext, die werden aber falsch genutzt, die werden original falsch genutzt. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn man über das Wort Disziplin oder Motivation oder Willenskraft redet, man eigentlich auch über das Interesse sprechen muss. Per Definition ist Disziplin, ich mache etwas, obwohl ich gar keinen Bock drauf habe. Ich gehe ins Gym, obwohl ich keinen Bock habe. Aber ich habe dennoch das Ziel, einen krassen Körper zu erreichen. Weißt du? Jetzt gibt es das Interesse. Das Interesse bedeutet eigentlich nur, ich mache etwas von Natur aus. Und ich bin dabei motiviert. Das heißt, ich möchte es machen. Guck mal jetzt. Stell dir mal vor, es gibt irgendeine Person, sie geht ins Gym. Und sie fragt mich, Bro, warum bin ich undiszipliniert? Und ich frage ihn, Bro, warum bist du überhaupt im Gym? Der sagt mir dann so, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Weil das so ein Fitness-Influencer meinte. Ja, Bruder, kein Wunder. Du hast gar kein Interesse. Du hast gar kein Ziel. Du kannst nicht zu mir kommen und sagen, Bro, wie erreiche ich meine Ziele, wenn du kein Ziel hast? So, was willst du von mir? So, weißt du, was ich meine? Also, ganz einfache Sache. Du bist uninteressiert, nicht undiszipliniert. Und ich habe ein paar Anzeichen, also von mir aufgeschrieben, die ich habe, wenn ich uninteressiert bin und nicht undiszipliniert. Und zwar erstens zögere ich oft. Ich prokrastiniere oft. Zum Beispiel in Deutsch. Das uninteressanteste Fach, das es überhaupt gibt. Ich bin ein Mathe-Fan durch und durch, Digga. Und man kann das eigentlich auch hinten sehen. Ich habe ein bisschen Vektoren gemacht, um meinem Bruder zu zeigen, wie die Sache geht. Aber auf jeden Fall muss ich ehrlich sagen, ich habe sehr lange gezögert. Also ich habe die Aufgaben gefühlt nie gemacht. Und wenn ich die gemacht habe, dann nur aus Druck. Das ist der zweite Punkt. Mein Wille war nur durch Druck getrieben. Ich habe die Aufgaben meistens entweder in der Pause vor der Stunde gemacht oder in der Stunde, während sie rumgegangen ist. Ja, man, Handkrämpfe, Grüßen auf jeden Fall. Dann drittens jetzt, keine Energie. Wenn es darum ging, diese Hausaufgaben zu machen, diese Deutschhausaufgaben und so weiter und so fort, hatte ich auf einmal gar keine Energie mehr. Ich konnte schlafen gehen. So, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. Wenn du gar keinen Bock auf eine Sache hast, wirst du auf einmal müde. Du wirst richtig müde. Du könntest jetzt einfach schlafen gehen. Und das zeigt, dass du uninteressiert bist, nicht undiszipliniert, uninteressiert. Und zu guter Letzt keine Erfüllung. Auch wenn ich Goethe seine Mutter auseinandergenommen habe. Ich hab Goethe analysiert, alles drum und dran, ich bin fertig geworden. Trotzdem war da keine Freude so, ich habe mich nicht gefreut so. Oh mein Gott, ja, ich hab ihn verstanden, oh mein Gott, yay. Na, das Gefühl hatte ich noch nie und ich will das ehrlich gesagt auch nicht. Also auf jeden Fall, wir wissen, dass das Problem Interesse ist und nicht Disziplin. Woher wissen wir aber, woran wir wirklich interessiert sind? Und da gibt es eine Aktivität, die ich sehr oft mache, sehr, sehr oft. Und ich nehme euch jetzt durch den Prozess mit. Und zwar geht es darum, über das zu denken, was man denkt. Hört sich komisch an, gebt euch einfach. Ich denke gerade über YouTube-Video, Video fertig machen, Sport, Fitness, Training gleich, Mathe-Studiengang, Uni in einem Monat, Produktivität, über solche Begriffe. Okay, und jetzt frage ich mich, wieso denke ich über diese Begriffe? Ich denke über diese Begriffe, weil ich interessiert bin. Diese Begriffe sind wirklich die Sachen, wo ich wirklich Interesse zeigen kann. Weißt du, was ich meine? Ich mag es zum Beispiel, Sachen zu lehren. Hätte ich kein Interesse, würde ich das nicht machen. Ich muss mich nicht dazu zwingen, dieses Video zu machen. Es ist nicht so, dass ich mich, oh mein Gott, ich zwinge mich jetzt dazu. Nein, Bro, ich mache es, weil ich das machen will. Weil ich von Natur aus motiviert bin, das zu machen. Ganz einfach. Wenn ihr eine Sache aus diesem Video mitnimmt, dann ist es wirklich die Sache, dass lasst euch nicht einreden, was eure Interessen sind. Auch diese ganzen YouTuber da draußen, die euch sagen, geht ins Gym und so weiter und so fort. Okay, die sind zwar gesund für euch und so. Und die wollen euch nichts Schlechtes. Aber wenn du wirklich nicht interessiert bist, dann mach es nicht. Ehrlich, ich meine jetzt komplett ernst, mach es einfach nicht. So, ich will ehrlich zu dir sein. Solange ich noch kein Geld habe, will ich ehrlich zu dir sein. Nein, Spaß, was seid ihr jetzt? Also das nächste Mal, wenn du dir denkst, ich bin undiszipliniert, hinterfrag deine Gedanken. Aber Zeit, die du in dich selbst investierst, ist keine verschwendete Zeit.